Hier lang. So, herzlich willkommen zum vierten Let's Play von Uncharted 3. Was? Ja. Oh, auf zum Grund. Rennen zum Untergrund? Na dann. Ja, und hier müssen wir ein bisschen schnell sein, weil sonst Charlie, wird man hier von der Polizei auf jeden Fall fast. Ja, gut, okay. Aha. Und bald ist es vorbei. Dann gibt's also die nette Polizei. Das war's. Oh, der Typ hier, der ist auch komisch hier. Der, hat, ja. Der kann enge Räume nicht ab. Ja. Ist alles okay. Mann, sieht das hier dreckig aus, ja. Jo. Selbst die Säcke glänzen da. Ja, hier, das spielt alles Red Racing. Ja. Das wird nur heftiger demnächst. Das sieht ein bisschen schon geil aus, aber da kommt noch besser. Die fließen da klar. Wenn die Steine hat, hier kann man sich später spiegeln. Ja. Oder hier von oben, das Licht und so. Ja. Das sieht richtig geil in Red Racing auch später. Der Strahl kommt jetzt so schön, guck mal. Zur Lampe. Wartet, wir kommen so. Okay, Stacheldraht, was ist das da? Hm. Okay. Okay, wo ist hier der sogenannte Untergrund? Wo gibt's denn eine Tür? Ne, hier war's nicht. Das ah, genau, hier. Na, da ging's ja sowieso nicht wegen den Stacheln drauf. Ach, jetzt auf einmal. Ja, ey. Die sind auch dämlich. Alles dann klar, ne? Einen anderen Weg, ja. Dann machen sie auf. Ja, ja. Genau. Ja, das war wirklich geil wieder. Warum wartet er erstmal eben? Ja, genau. Irgendwie schon 3 Jahre rumwarten da. Sieht er? Ah, doch, kann man da wegrennen. Gehörschutz tragen, ja. Hm, haben wir gerade nicht bei. Sieht schlecht aus. Ja. Die haben pegelfeste Ohren, haben die. Das sind Disco-Gänger. Ja. Und wenn wir Disco meinen, dann meinen wir auch Disco. Und nicht irgendwelche YouTube-Dateien oder so, sondern Studienmaster. Und die dröhnen dann hier ordentlich durch die Boxen. Kannst du den Anhänger schieben? Ich glaube, man muss ihn sogar hier hinten schieben, ja. Oh. Ich mach schon. Genau, und ihr guckt zu. Genau, so ist richtig. Jeder macht uns jetzt hör mal. Zu. Danke für die Hilfe. Geil, ja. Klar. Alles klar. So wie dazu, ne? Okay. Jo, danke für die Hilfe. Ja, haben wir auch gut mit dir geholfen. Wir danken erstmal für eure Hilfe, ihr. Wer ihr sein wollt. Pass besser auf deinen Kopf, der ist. Guten Abend, Jungs. Alles klar, Schätzchen? Jetzt kriegen wir erstmal Knarren. Bananen werden jetzt ausgeteilt. Ach so, jetzt gibt's erstmal Bananen zum Essen. Na dann. Und du, hast dir die Sprache verschlagen? Oh ja, Charlie hatte ein bisschen viel Spaß für meinen Geschmack. Den linken Charakter finde ich am geilsten. Jetzt hat den rechtesten. Der sieht am coolsten aus. Da hab ich wohl was verpasst. Ja, hast du wirklich. Einmal nochmal mit dem Nassrasierer rüber, dann geht das. Ja. Gab's Probleme? Na, easy peasy. Und sie haben dich nicht bemerkt? Auf keinen Fall. Und hinter welcher Tür steckt Scary Poppins? Hinter der da drüben. Der grünen. Sie fuhren da hinein und seitdem ist es dunkel. Sind sie noch da drin? Tja, ich hatte es ständig im Blick. Und niemand kam rein. Wie immer, kriegen wir jetzt erstmal. Ach so. Du noch Kind? Ach so, jetzt kommen die Bananen. Jetzt. Weißt du wirklich, wir brauchen die? Beamer und Bananen. Ja, brauchen wir die mit Schalldämpfer sogar. Die machen keinen Spaß. Ja, wir schleichen uns rein und wieder raus. Ja, der Inn hat keine Banane gekriegt. Und bei Gefahr? Erst schießen und dann werden Fragen gestellt, okay? Kannst du den Wagen von vorne angucken? Den weißen da? Weiß, was das ist, ob man das rauskriegt. Der ist so schräg. Ganz knapp ein Mercedes Sprinter. Ganz knapp. Ja, aber guck mal hier. Ja. Wenn er vorne, der geht zu durch. Ja, das ist ein Mercedes Sprinter, passt schon. Alles gut. Ich hoffe einfach mal, dass du recht. Das ist einer der älteren noch. Die haben jetzt vorne. Das sind natürlich für Säufer hier. Hinten. Überall liegen die Flaschen hier rum. Ja. Anstatt die mal abzugeben, nee. Das ist ordentlich Pfand, das hat. Ja, die ganzen Energy-Dosen hier am Boden. Echt, ne? Erstmal weggekickt. Ja. Oh, wenn man, hier ist auch viel Pfand, ey. Ja, hier liegt das Geld auf jeden Fall auf der Straße. Ja. Und die ganzen Kästen, da kriegst du auch Pfand. Ja. Die ganzen Kästen. Ja,
Wenn die voll werden, ja, aber die sehen so leer aus. Nee, leer kriegst du auch 2 Euro noch was. Ach, na dann. Immerhin. Für so einen leeren Kasten. Naja, wir sollten wirklich keine Zeit verlieren. Der hier ohne Banane? Ihr drei bleibt hier. Okay. Ah, genau, ich muss ja hier hinten hoch. Und macht diesmal nicht wieder alleine auf. Ich gehe hier hoch und ihr macht einfach die Tür auf. Ja, wie gerade bei der Tür. Ja. Tut mir echt leid. Jo. Weg hier, Tauben. Ja. Oh, ihr Sort hasse ich da oben, ey. Wir brauchen so eine Drecksatellitenschüssel, ey. Tja, die da drinnen. Die sind nicht schwer, die da drinnen. Die wollen die haben. Genau, jetzt sind die kaputt, oder was? Das läuft ja. Ich würde auch nicht von der Satellitenschüssel bezahlen, wenn ich noch Werbung gucken müsste, ne. Die Zeiten sind schon lange vorbei. Gebt auch nicht für Werbung Geld aus. Wozu brauche ich den Beamer bei, wenn er den nicht anmacht? Moment mal, wo ist es? Guck mal runter, geht das? Ja, zu tief, okay. Kann man schon mal brechen. Jetzt kurz klappen. Oder? Nee, immer noch. So ein geiles Haus, halb fertig gestellt. Nur die Außenmauern. Na. Ja, schon wieder ein paar Kästen. Ja. 2 Euro und einer, ne? Das macht schon bestimmt 20 Euro alleine in die Kästen, ja. Ach, du sollten, klar. Du bist wieder der. Das ist komisch an der Garage, sie hat einen geilen Untergang. Hm? Du musst nur Scheinwerfer dort entgegenleuchten, die Beamer und dann geht das auf. Okay. Ich bin mir gerade hingefahren, dass es das spielen möchte, das mit dem Krokodil. Wo man auch mal auf den Krokodil klettern muss. Okay. Ja, dann. Diese verdammte Tasche gefällt mir immer besser. Kommt schon, die sind nicht einfach verschwunden, okay? Das ist nämlich auch der Teil, wo man später in der Wüste ist. Also es ist schon, war der zweite Teil das mit dem Schiff. Den finde ich hammer, den zweiten, der hier nachkommt. Den großen mit der Yacht. Ein Passagierschiff ist dann ganz großes. Und hier hinten ist der Geheimweg, wenn man dagegen leuchtet. Da, hier sind nämlich Reifenspuren. Und die wundern sich nämlich jetzt gerade, warum das Auto weggehen kann. Das kann sich ja nicht in Luft auflösen, ja. Nee, das geht natürlich nicht, ne. Das ist klar. Klar, irgendwas hat kaputt gemacht den gerade. Hier ist es dann. Da müssen wir zwei Dinger gleichzeitig gegenleuchten. Um ein Auto darzustellen. Ja. Quasi. Reifenspuren. Immer noch nass vom Regen. Ihr habt das Auto gewendet. Und was suchst du hier? Zählst du gerade den Pfand zusammen? Komm, du bist doch so schlau. Was übersehen wir hier? Jetzt müssen wir nicht alle gehen, ja. Da sind die Druckplatten. Da muss man sich draufstellen und dann gegenleuchten. Ja. Ein Mechanismus. Ja, vielleicht. Vier Kontakte. Sorry, du stehst da. Ihr zwei, nach da und da. Sind da genau zu viert? Jo. Alles klar, ah, klar. Okay, 1, 2, 3. Und? Das muss es jetzt aber sein. Das ist das Licht. Sally, richte den Strahl auf die Wand. Wie Scheinwerfer. So.
wieder einen Storch. Nee, heute gibt's kein Storch zum Frühstück. Ja. Und mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Wir folgen dem Auto. Du gehst zum Van. Wir bleiben in Funkkontakt. Ich gebe Bescheid, wenn wir auf der anderen Seite sind. Ja, wo immer das sein mag. Sei auf alles gefasst. Muss vielleicht schnell gehen. Aber sicher. Das ist die beste Fahrerin im Business. Ja, so sagt man. Habizuita. Die Torerin. Guck, wie lange wir noch halten. Das ist immer richtig geil in der Kirche. Ja, das ist richtig, den Sand, der sieht gut aus. Vielleicht jemand, der nicht will, dass man ihn fällt. Jetzt den ganze Kiste runter. Ach, Scheiße. Wir haben wohl direkt in die alten Versorgungstunnel gebohrt. Oh, hier voll die Ratter. Aber. Oh, schade, ich wollte die wegpelzen. Ja. Die war zu schnell. Das war zu dick. Hey, hier drüben. Abgeschlossen. Nicht mehr lang. Naja. Universalschlüssel funktioniert immer. Ja, geht so gut wie fast immer. Ja. Bei der Kette wollte der nicht. Die nächste Ratte, die knall ich weg. Da sollten wir uns durchquetschen können. Nach Ihnen, Mademoiselle. Oh, das gibt's doch nicht. Was? Hey, Mann, hab ich einen Rockern oder was? Ah. Genau, von da oben kommen Funken, da wird fast der. Ja. Alles klar da hinten? Ja, ja, ja. Ich bin nur nicht so gern in engen Räumen, weißt du? Ja, beweg dich einfach. Oh, was für ein Glück. Danke, Frau Oberin. Wie dumm kann man denn bloß sein? Jetzt kommen keine Kabelratte mehr. Ui. Hoppala, das war knapp. Ich sehe sie! Jetzt geht's los, dass ich ballere. Sehr schön, Mann. Danke. Was machst du? Lass den Dämpfer drauf. Was machst du? Nein, lass den Dämpfer drauf. Na klar. Nein, lass den Dämpfer drauf. Ich kann die Bananen nicht einsammeln. Dritter Dreieck. War dann jetzt voll, deswegen. Wer weiß, dass der Maschinenraum ja alles antreibt. So alles. Okay. Könnte alles, alles sein. Da ist die Ratte. Ja, da kann ich von da oben nicht runterfeuern. Nee. Frittiert soll er noch nicht werden. Ja, und jetzt sind wir stark Stromleitung im genau. Wasser. Genau. Ja. Oh, das ist ganz schön tief. Kann ich jetzt auch tief fallen an der Nacht? Ah, nicht mehr. Ah, hier ist es. Wo ging es dann noch hoch gewesen?
Sieht ja nach runter aus. Vorsicht, das ist rutschig. Ist doch nicht rutschig. Na, warum will jetzt nicht? Ah. Da konnte man also auch. Ach, da sind sie. Was ist noch mehr? Runter! Will mich teleportieren? Erstmal den Beamer wieder ausgeschalten. Ja. Boah. Die Ratte ist schon wieder entkommen. Ja. Ui, ui, das sind schon Gegner. Komm da! Na klar. Er hätte besser laufen können. Ich weiß auch nicht, warum der nicht wechseln will. Die ist fast leer gespritzt und ich kann die Knochen immer noch nicht wechseln. Da geht es nach oben. Ah, Leiter. Eine Leiter. Ja, die scheint aber zu klemmen. Vielleicht kann ich sie lösen. Ja, wenn ich lange drückt, weiter will er nicht. Das ist komisch. Ja. Mein Hein, lass den Dämpfer drauf. Mein Hein, lass den Dämpfer drauf. Ihr helft mal mit da oben. Ah, hier oben geht's auch noch hoch. Wir machen wieder mal nix. Vorsicht, sie kommt! Tuff. Da oben ist sowas wie ein Tor. Boah, was ist da oben? Ah, das ist ein Schalter. Mal dorthin, okay. Ja, als würde man da einen Schlag kriegen. Ja, ne? Hey, hilf mal hoch! Ich schaff's auf die rechte Seite. Na, na, lass dir Zeit. Irgendwo gab es noch einen speziellen Weg. Was ist mit dir, Cutter? Hilf mir mal! Klar, hab ich. Ja, da ist der Schalter. Nein, der geht. Ach, da ist noch einer, okay. Okay, bereit? Zieh! Okay. Na los! Ist weiter nichts. Na, warum soll er jetzt den rüberspringen? Boah, ja klar, opfert er sich fast hier noch. Ja. Hat immer viel fehlt. Oh, da kommt ja der Rentner. Was ist mit euch da unten los? Es geht zu tief runter, da brechen wir uns die Knochen. Oh, ist schon wieder die Ratte da unten. Die sehen wir, glaube ich, noch als das hier unten. Hm, welchen Weg kann man gucken, was hier ist? Mist, eine Sackgasse. Hört hier schon mal nichts oben. Hier runter. Das ist ein Weg. Das ist nur der eine. Was zur Hölle? Charlie, wer zum Teufel sind diese Leute? Weiß nicht, Mann. Aber wer auch immer die sind nicht ganz dicht. Okay. London Untergrund. Jo. Da würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Video dann erstmal war. Jo. Ja, das sind alle unten. Sehen wir uns gleich am nächsten. Und tschüss.